Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute am Flow Trail Stromberg unterwegs. Links oder rechts? Warte, links ist ein No-Jokes, da wollen wir aber ja. Ne, beides ist, glaube ich, links. Ja? Ansonsten warten wir kurz. Wir müssen anhalten, ich weiß nicht, wo lang. Ja, erstes Mal Flow Trail Stromberg. Ich bin mega gespannt und ehrlich gesagt auch ein bisschen aufgeregt. Wir nehmen euch mit auf die GoPro. Bis gleich. Ja, Leute, also ohne E-Bike, glaube ich, kriegt man hier echt das Kotzen. Wir sind jetzt fast oben, ist nicht mehr weit. Und ausnahmsweise finde ich, es sieht alles hier viel kleiner aus als auf den Videos. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wie man dann darauf zufährt. Aber alles in allem finde ich einfach, das sieht nicht so schlimm aus wie auf den Videos. Aber vielleicht trügt der Schein auch. Naja, wir radeln jetzt weiter hoch und dann machen wir die erste entspannte Abfahrt auf dem Wild Hog Trail. Fahren erstmal ganz entspannt blau. Die Biobiker versuchen hinterher zu sprinten, aber bei 10 km/h Uphill keine Chance. Ihr kennt das ja, die erste Abfahrt ist immer richtig interessant. Man kennt die ganzen Strecken immer nur von Videos und dann fährt man sie endlich mal das erste Mal selber ab. Und der Flow Trail Stromberg war ja schon so ein Spot, den man immer mal in Videos gesehen hat. Ist super beliebt und ich war wirklich gespannt, was mich hier an dem heutigen Tag erwartet. Das ist schon eine Lücke, ne? Aber muss man jetzt, musst du da zusätzlich noch ziehen, um hochzukommen? Oder trägt der dich hoch? Habe ich Angst, links oder rechts runterzufallen? Nö, ich habe Angst, dass ich gerade zu weit und dann nicht. Und dann in die Lücke? Ja, nee, also hoch und dann halt hier zu schnell und dann. Ja, ich glaube, bei dem Step-Down kann nichts schief gehen. Nee. Da musst du schon alles falsch machen, um nicht in die Landung zu kommen. Okay. War falsch abgebogen.
So Leute, erste Abfahrt geschafft. Nicht ganz runter, weil einer von uns einen Platten hat. Deswegen radeln wir nochmal hoch. Da ist eine Pumpe. Und wir hoffen, dass das Gummi einfach nur von der Felge gerutscht ist. Ist auf jeden Fall ein cooler Spot. Die großen Sprünge, da mache ich mir schon ein bisschen Kopf. Ich weiß nicht, ob ich das heute mache. Vor allem mit dem Fokus an einem Spot, den man nicht so kennt. Mal gucken. Aber das obere Stück ging jetzt auf jeden Fall schon gut. Ich bin gespannt, was noch kommt. Und ja, wir radeln jetzt mal hoch. Runde Nummer 2. Aber ich würde auf jeden Fall ein E-Bike empfehlen hier. Definitiv. So Leute, wir haben eine kleine Pause eingelegt und fahren jetzt nochmal hoch zu No Jokes. Bin gespannt, ob da der Name Programm ist. Ich glaube, man muss einfach viele Sachen schaffen und muss da halt drüber fliegen. Ne? Darf da nicht zu kurz kommen wie bei den anderen, weil da nicht so ein Holzelement ist. Aber naja, man kann angeblich auch überall dran vorbeifahren. Das heißt, wenn es zu schlimm wird, fahren wir dran vorbei. Easy peasy. Gucken wir uns das mal an. Lief bisher besser, als ich dachte. Und hier seht ihr die Strecke. Der Laurenz. Der Laurenz hat mir geholfen, hier das richtige Tempo zu haben für die Sprünge. Ich denke, ohne den wäre ich heute gar nicht hier so viele Sachen drüber gefahren. Deswegen ziemlich cool, dass er mit dabei war. So, wir sind jetzt hoch, Start, No Jokes. Und ich habe schon vom unten beim Hochfahren ein bisschen geguckt. Das ist schon nicht ganz so einfach auf jeden Fall. Also die anderen Strecken sind auf jeden Fall so für jedermann. Da kann man auch die blaue Line wählen, wenn man da ein bisschen, ja, noch Anfänger ist. Aber hier bin ich jetzt echt gespannt. Ich denke, ich werde auch die ein oder anderen Sachen jetzt umfahren. Da wir jetzt gerade Pause gemacht haben, ist eigentlich voll dumm, dass wir direkt die No-Jokes fahren. Aber was soll's. Gucken wir mal. Ich bin echt nervös. Echt. Ja, wir gucken mal. Shit, da hat sich voll verkackt die Landung hier. Okay, das ist. Ich muss halt die Speed halten.
auch hinterher? Den letzten habe ich den kleinen genommen. Aber ich glaube, der größere wäre auch gegangen. Leute, Tag in Stromberg geschafft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin definitiv heute über mich hinausgewachsen. Am Anfang des Tages habe ich nicht gedacht, dass ich diese ganzen Sachen heute hier springen werde. Auf der No Jokes, die muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen, weil die sind wir nur einmal gefahren. Und ich glaube, wenn ich die zwei, dreimal noch gefahren hätte, dann wäre da auch noch mehr gegangen. Richtig Bammel hatte ich nur vor dem ganz großen Drop eigentlich. Ich auch nicht gefahren, habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, aber naja. Stromberg lohnt sich auf jeden Fall, Leute. Richtig cooler Spot. Schaut gerne mal vorbei hier. Auf der Internetseite könnt ihr auch spenden und so weiter. Da gibt es ja auch so einen PayPal-Code, wenn man hier oben vorbeikommt, dann kann man da spenden, ganz einfach, damit das hier alles erhalten bleibt. Mit E-Bike eine super coole Sache, kann ich nur empfehlen. Mit E-Bike lohnt sich das. Oder ihr sucht euch wen, der ein E-Bike hat und der zieht euch dann. Das ist auch eine super Sache. Ja, wir machen uns jetzt auf dem Rückweg nach unten zum Auto. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, Daumen nach oben, kommentieren und so weiter. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblings-Flow-Trail ist. Würde mich mal interessieren. Haut rein. Ciao, ciao.